Hallo, herzlich willkommen zurück bei Until Dawn. Dass die letzte Woche kein Video gekommen ist. Ja, ich habe es einfach nicht geschafft vor der Arbeit her. Und Weihnachten. Ihr wisst ja. Ja, aber wir sind wieder zurück. In der Waldhütte. Blackwood Pines, glaube ich. Ich habe sehr viel von der Geschichte leider vergessen. Aber ich hoffe, jetzt kommt so ein, was bisher geschah, ein Rückblick, dass uns das auf die Sprünge hilft. Ha. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Matt, was ist das? Keine Ahnung. Okay. Okay, wir sind. Ah ja, genau, der Wachturm ist eingestürzt. Und ich glaube, Emily ist das, die mit Matt hatte. Lass los! Weg da! Lass los! Lass los! Zieht die Jacken aus. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Aufnahme. Okay. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Mit so etwas habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ist gleich mit. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Das ist gleich wieder einer stirbt. Das habe ich ja schon. Hab ich mir das schon angeschaut? Ja. Ja. Gut, dann hätten wir das auch geklärt, würde ich mal sagen. Oh fuck. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das war. Josh war dein Freund. Ashley, und ich. Nein, ich will nur sagen, ich meine, danke. Danke. Ich habe mich gegen dich entschieden. Was ist aus dem geworden mit Bros for Hoes? Also Bruder geht vor Luder. Naja. Ja, dann nachträglich noch einmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit mit eurer Familie verbracht, habt Zeit auch reichlich beschenkt worden. Wir suchen Sam. Und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja 31.12., also Silvester. Da würde ich mich mal interessieren, was ihr denn so macht zu Silvester. Bleibt ihr zu Hause? Trefft euch mit Freunden oder geht in die Disco feiern. Na klar geht's. Das ist so abartig. Nochmal.
Es ist zu. Fuck. Egal. Jesus. Warte kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt, wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Das ist bestimmt noch nicht so. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Das war ein Geist. Wer weiß, was das war. Nachgeben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur... Wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Chris. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, wenn mich hier unten langsam irre. Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Ah ja, Sue. Los geht's. Sam wurde ja entführt von diesen... ihren Psycho. Ist entführt. Betäubt, glaube ich. Und ich muss schon sagen, es ist immer... sehr vorteilhaft, wenn man in den Keller geht bei so etwas. Und noch vorteilhafter ist es, wenn man in den Keller geht, wo sich die Tür von alleine öffnet. Wow, das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle? Was war das jetzt? Ein Puppenhaus! Ich konnte hier... Da, Chris! Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein! Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Die schaut aus wie ein Porno. Sorry. Na. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Den haben wir bestimmt hier. Irgendwo hier muss... Warte, Chris, da ist doch ein... Was? Hast du das nicht gesehen? Oder? Nein! Ach, du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! So wie Hannah! Oder mehr wie Beth! Scheiße, Ash, was? Was das glaubst nicht du, die verfolgen uns jetzt, seit das hier aus? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen, bei der sie ausgriss? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ja, lockerer Nagel. Oder irgendwer hat es einfach runtergeworfen. Was gibt es noch für Beispiele? Aha. Sackgasse. Weil ich da letztens dann geflüchtet bin. Ja, was gibt's da noch? Irgendwer hat es geworfen. Wieso ist sie ein Licht? Gibt sicher noch ein paar, mir fallen jetzt nur keine mehr ein. Ich geh mal. Aber. Hä? Die ist doch von. Da? Von hier? Nach
hier gegangen. Aber hier gibt's doch nichts mehr, oder? Das ist doch keine Wand. Oh mein Gott! Da! Da, Chris! Jetzt sag mir nicht, jetzt hast du es aber gesehen. Siehst du? Das ist, Du siehst es, du! Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt. Ist sowas... Chris, es geht dich nicht zum Faken, oder? Wenn, man, wenn der jetzt von... Dort... Von da... Rechts nach links kommt... Links aber nur eine Wand ist... Das geht doch nicht, oder? Das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Wie, was? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Oh Gott. Sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Ah. Genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Holy! Das ist das Tagebuch. Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott, Mike hat zugesagt, er hat Josh heute angerufen. Juhu, morgen steigt die Party. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Und mit Feuer im Whirlpool und oh Gott, Mike. Ich bin so begeistert, dass er sich... Es ist unhöflich. Das kam von da hinten. Warum? Wieso? Wieso geht man immer dorthin, wo die ganzen Dinge passieren? Das hat nie ein gutes Ende genommen. Fick dich! Oh. Scheiße. Fuck. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Wen? Da war irgendwas. Wo ist es hin? Was? Ich... Oh Gott, ein Puppenkopf. Da denkt man, gruseliger Gift. Lecker. Sieh ein bisschen wieder nach. Zu mir, so. Und was haben wir denn hier? Hey, sieh mal hier. Blind Profession. Andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen. Was hat der hier verloren? Ach, auf den Schund. Okay. Das Formas. Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Originallampe für B-Projektoren. Nimm sie mit. Okay. Ich glaube, wir haben ein paar Totems verpasst. Raum dahinter. Der ist riesig. Ich glaube, ich will nicht weiter. Ja, jetzt will sie nicht weitergehen, die Gnädige. Gott. Wo in aller Welt sind wir hier?
sein. Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Okay. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wir haben sie blamiert. Es ist so. Wenn du es wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Würde wahrscheinlich jeder machen. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Ah, da ist doch was. Da ist doch was. Was ist denn da? Oh nein. Ist das Armreif? Sams Armband. Ah. Und sie nimmt dieses Ding nie ab. Okay. Wir müssen sie finden. Schnell. Okay, Absender. Warum Quality Cop? Cop it, das ist eine echt gute Frage. Aha. Oh, ich will nicht. Das könnte ich probieren, was war das 17 irgendwas? Ich schreibe ich mir jetzt mal. Hallo. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echte Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Wir haben zwar Angst, aber... Ah, ich würde Sam draußen suchen. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Ja. Ich bin gespannt. Achso, muss ich jetzt mit... Ja. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Aber das wäre jetzt eigentlich der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, wo die Leute zum Überlegen anfangen und zum Nachfragen, wieso liegt deine Batterie? Okay. Wir müssen jetzt Batterien und Timer. Okay. Dass ich die einschalten oder wie? Nee. Das ist... Wow.
Fenster gehen wir mal. Okay, hier ist nichts. Scheiße. Oh fuck. Oh shit. Das ist ja echt reizend. Haken und Kitten. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Bin gespannt, wie wo das noch hinführt. Und wie viele Totems wir fuck, fast haben. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Jetzt mal darüber. Hier. Oh. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ist das ja, ekelhaft! Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Ich habe nichts gegen Fleisch. Wenn es wirklich normal abgepackt wird und zerteilt wird. ja, das ist doch schon ein bisschen radikaler. Sagen wir es mal so. 5 Minuten und 22, das geht. Na klar, ist offen. Der Projektor. Welches ist der Projektor gehen oder hier gehen wir das erste Projektor. Bin gespannt. Hallo? Das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen. Ach, komm schon. Ja, das dumme Streich. das ist irgendwie unangenehm, oder? Oh, sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so. So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh Scheiße. Wow, du warst damals wirklich begeistert davon. Matt, was macht ihr denn hier? Ich fühle mich so mies. Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Die haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Was ist denn hier los? Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, hier Geister und die Videos und Ash, jede Sekunde fliegt runter, hier was runter. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Bin ich gespannt, wer das genau war. Hier gibt's nichts mehr. Nichts. Hier noch etwas. Hier, ach, nein, okay. Weiter geht's.
Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab's Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also, wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Bewegung untersuchen. Chris folgen. Oh, okay. Okay, du hast recht, ich komme. Oh. Gott sei Dank. Mit die Bewegung. Ich dachte schon, das Ding zu fest. Das. Nein. Nein. Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei dir im Kopf vorgeht, Ash. Nein, nein, nein. Nein. Warte. Ist. Ja, das sind Sams Kleider. Das ist. Krank. Das ist total krank. Ist das die Sam? Psycho war also hier unten, ganz sicher. Glaubst du, er ist immer noch hier? Ich hoffe nicht. Was soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Ich glaube nicht, dass das nur eine Vogelscheuche ist. Weil wir wissen ja eigentlich nicht. Sam? Okay, Sam lebt noch. Aber es ist. Wir wissen eigentlich nicht, was mit Sam passiert ist. Sieht das? Hallo? Sam? Sam! Chris! Ist die tot? Wo bin ich? Sie ist nicht tot! Woher weißt du das? Sie atmet noch! Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Nein, das ist übel, ganz übel. Wir müssen sie hier rausschaffen. Oh, shit. Lass ihn, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Lauf. Nein. Dir zeig ich. Was? Das war fucking straight in your face. Oh, shit. Oh, Mist. Ash! Ash! Oh Gott, wie das seine Saw-Situation. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein! Perverses Stück Scheiße! Oh, Monster! Wir werden sterben, Chris! Oh Gott, da liegt eine Kanone in der Mitte. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair! Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt? Ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich hier nicht sterben. Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Ich hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen.
oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Ich weiß nicht. Soll ich sie erschießen? Wie du es. Ich weiß es nicht. Ich drücke gar nichts. Nein! Nein! Wer ist jetzt gestorben? Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Sind jetzt beide gestorben? Wow, das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Was zum Teufel? Nein! Emily! Lass los! Weg! Ja, Mike, da war ja auch noch was. Shit. Ich glaube, es überlebt keiner von uns. Sie ist gewarnt. 4 Stunden bis zum Morgen. Sam, wach auf. Mike, bist du das? Was? Komm hierher. Die Zehennägelchen sehen ja extrem aus. Oh Mann, waren die Dinger fest. Oh mein Gott sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Mein Gott, deine Finger, Mike! Ja, und dabei habe ich noch Glück. Scheiße, was ist passiert? Der Irre läuft hier oben rum. Er will uns alle kalt machen. Es leben ja noch die zwei, oder? Und Josh. Nein, der ist auch schon tot. In einem davon wurde Josh ermordet. Vier? Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Josh, Mike? Mich auf. Kannst du sie von da aufmachen?
Egal. So. Gut, dann werde ich hier jetzt mal die Aufnahme beenden. Ich werde bei diesem Video versuchen zu schneiden. Das erste Mal. Ich versuche es. Gut. Jetzt werden wieder regelmäßig Videos kommen. Jetzt ist ja ist Weihnachtszeit vorbei. Silvester mache ich ja sowieso nichts. Vielleicht kommt heute noch ein Stream. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ja, egal. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt, also wenn wir wieder Until Dawn spielen. Und ja. Ciao und bis zum nächsten Mal.